Moin Leute, ich bin's wieder, euer Soul-Eye. Willkommen zu einem neuen Video in The Walking Dead Survivors. Ja, ihr wisst, ich habe einen zweiten Account auf dem Server 584 und wir hatten Krieg. Ja, wir haben einen Clan kaputt gemacht. Nein, nicht kaputt gemacht. Wir haben einen Expeditionsstützpunkt zerstört. Auf der Season 1 Karte, und zwar kämpfen wir gerade hier um das Sanctuary, und ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, was so wichtig ist, wenn ihr Kriege führt, ja. Und zwar ist es richtig wichtig, dass ihr viele Heilungsbeschleuniger habt, viele Ressourcen, zumindest in den ersten 3 Seasons. Ab der Season 3 habt ihr nachher so viele Ressourcen, da juckt euch das nicht mehr. Ja, auch genau mit den Heilungsbeschleuniger. Baut auch nicht direkt an einer Com einen Expeditionsstützpunkt. Das wird euch das Genick brechen, weil wenn der Gegner ein AP an euer Expeditionsstützpunkt rangebaut hat und er ihn zerstört, ist der Expeditionsstützpunkt weg. Und das ist das Gebäude, was am längsten braucht. Also baut das immer ein bisschen weiter weg und setzt die APs Stück für Stück immer zu der nächsten Com. Und wichtig ist beim Krieg, niemals verteidigen. Ihr müsst in der Situation hineingelangen, dass ihr der Angreifer seid. Verteidiger haben in diesem Spiel eine geringe Chance, einen Angriff zu überstehen. Entweder gehen die Heilungsbeschleuniger aus oder die Ressourcen, eventuell sogar die Ausdauer. Ein Angriff kostet 2 Brot, und wenn du da mit 30 Brot startest und du musst etliche Angriffe machen, kann es schon mal passieren, dass dir auch das Brot ausgeht, ja? Natürlich braucht ihr auch andere Buffs, ja, Verteidigungsbuffs, Angriffsbuffs. Ihr müsst konzentriert sein, ihr müsst als Mannschaft zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig, weil wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr ewig lange auf dem Expeditionsstützpunkt raufkloppen. Das wird Ewigkeiten dauern, bis er kaputt ist. Anders sieht es aus bei Outpost-Kämpfen, ne? Also wo ein Außenposten gesetzt wird und noch ein Außenposten. Im Grunde genommen eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ihr müsst immer angreifen, ja, das sage ich schon seit Ewigkeiten, weil der Verteidiger hat geringe Chancen, auch wenn er ein Wal drin ist, weil wenn der einmal rausgehauen wird und die anderen hauen dann ihre Formationen auf den Außenposten rein, dann verliert dieser Außenposten richtig viele Lebenspunkte. Ein Außenposten verliert am meisten Lebenspunkte, wenn er leer ist. Heißt, wenn der Wald draußen ist und alle anderen und die anderen greifen dann an, weil er aus dem Posten leer ist, dann verliert er am meisten Leben. Okay? Genau, ihr seht hier im Hintergrund, wir haben das auch so gemacht. Ne? Immer schön raufgegangen. Wenn man natürlich weiß, okay, jetzt hängt da keiner mehr im Gebäude drin vom Gegner, dann rauf da, ja, weil das Gebäude ist leer und dann verliert er, wie gesagt, etliche Lebenspunkte. Und deswegen beschleunigen die Wale immer bei so einem Krieg. Ja? Egal ob Außenposten oder Expeditionsstützpunkt. Die Wale wissen, okay, wenn ich jetzt alle raushaue, ja, und dann nochmal raufgehe und der leer ist, dann sind die Lebenspunkte fast weg. Ja? Dann brauchst du nur noch wenige Hits. Und deswegen beschleunigen die immer ganz viel, weil sie genau wissen, okay, jetzt ist keiner drin, jetzt ist Zeit für den Angriff. Okay, gut, wir haben hier diesen Außenstützpunkt ist das nicht, der Expeditionsstützpunkt. Den hat hier übrigens der Gegner ein bisschen falsch gebaut. Von daher war das eine einfache Sache. Wir haben ihn zerstört und ja, das war halt ein Kampf um das Sanctuary. Ne, das ist die Season 1. Sie geht nicht mehr so lange wie damals. Habe ich so bis jetzt mitgekriegt und das war's. Ja, also wie gesagt, beim Krieg ist das Allerwichtigste Ressourcen, Beschleuniger und wie gesagt, bitte kommt nicht in die Situation zu verteidigen. Es gibt Clans, die können sich gut verteidigen, aber wie gesagt, wer angreift, der gewinnt. Okay, gut, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, frohes Schaffen, frohes Spielen, whatever. Kommentieren, liken, abonnieren. Bis dann, euer Soul-Eye.